Beruf Staatsanwalt oder Staatsanwältin. Darum geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Christian Backhaus ist 38 und Staatsanwalt in Hamburg. Er ermittelt, ob jemand eine Straftat begangen hat und erhebt Anklage, wenn jemand richtig Mist gebaut hat. Wenn der Staatsanwalt Christian Backhaus bei Gericht aus einer Anklageschrift vorliest, braucht er einen langen Atem. Es gibt Anklagen, da liest man in der ersten Gerichtsverhandlung erstmal eine Stunde lang etwas vor, sagt er. Staatsanwälte wie Backhaus schildern in solchen Anklageschriften, welches Verbrechen geschehen ist und wie genau die Tat sich zugetragen haben soll. Aber von vorn. Erstmal muss jemand eine Straftat begehen, zum Beispiel Goldbarren rauben. Das ist verboten. In Deutschland gibt es Regeln. Die wichtigsten werden Gesetze genannt. Hält sich jemand nicht daran, gibt es Ärger. Und auch für den Ärger gibt es Regeln. Zum Beispiel, wie lange jemand für eine Tat ins Gefängnis muss oder wie hoch eine Geldstrafe sein kann. Wie jemand bestraft wird, wird bei Gericht entschieden. Bis es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, muss aber zunächst ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin loslegen. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, was passiert ist. Sie leiten die Ermittlungen. Oft genug ist am Anfang fast nichts klar. Nicht einmal, wer die Tat begangen hat. Oder ob sie überhaupt wirklich passiert ist. Christian Backhaus arbeitet während der Ermittlungen eng mit der Polizei zusammen. Anders als die Polizeibeamten muss ein Staatsanwalt alle rechtlichen Grundlagen ganz genau kennen. Er entscheidet, welche Wohnung durchsucht und welches Telefon abgehört werden darf oder wer überwacht werden kann. Das geht nicht einfach so. Es muss eine gute Begründung dafür geben. Backhaus kann auch anweisen, welche Zeugen und Fachleute befragt werden, um mehr Beweise zu sammeln und den Sachverhalt aufzuklären. Alle Erkenntnisse landen in pinkfarbenen Aktendeckeln auf Backhaus' Schreibtisch. Der ist nie leer. Es kommen immer neue Akten hinzu, weil immer wieder neue Fälle passieren. Auch Körperverletzung und Mord. Besonders eilige Angelegenheiten sind in roten Aktendeckeln abgelegt. Die bearbeitet Backhaus zuerst. Er sagt, manche Akten sind sehr umfangreich. Man muss Spaß daran haben, sich in schwierige Sachverhalte einzuarbeiten. Und man darf sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Denn nur weil jemand schon viel Mist gebaut hat, heißt das nicht, dass ihm nicht selbst etwas Schlimmes passiert sein kann. So ist es auch an einem Mittwoch, als Backhaus in Gerichtssaal 345 des Hamburger Landgerichts sitzt, mit dem Rücken zum Fenster. Beschuldigt wird ein Mann, der ungefähr so alt ist wie Backhaus selber. Der Mann soll jemanden mit einem Messer verletzt haben, der bereits selbst häufiger vor Gericht stand. Das Gerichtsverfahren läuft schon länger und Backhaus ist während der Verhandlung ziemlich still. Er tippt nur auf seinem Laptop. Wenn die Richterin alle Fragen stellt, die ich auch stellen würde, muss ich die Zeugen nicht unbedingt etwas fragen, sagt er hinterher. Für den Angeklagten geht es um viel. Er könnte zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Er sagt, er habe sich nur verteidigt, der andere habe ihn zuerst angegriffen. Der andere erzählt die Geschichte aber anders. Wie es genau war, muss nun vor Gericht geklärt werden. Sind alle Beweise gesammelt und ausgewertet, alle Zeugen und Sachverständigen befragt, zum Beispiel dazu, welche Spuren am Griff des Messers waren und wie die Verletzungen genau ausgesehen haben, dann überlegt die Staatsanwaltschaft, was sie fordert. Geldstrafe, Haftstrafe oder vielleicht doch einen Freispruch? Die Gründe trägt die Staatsanwaltschaft am letzten Verhandlungstag im Schlusswort, dem sogenannten Plädoyer, vor. Über das Urteil entscheidet dann die Richterin. Zwei solcher Verhandlungstage hat Christian Backhaus pro Woche. An diesen Tagen trägt er seine Robe und ein weißes Hemd mit Krawatte. An den anderen Tagen ist er im Büro und gemütlicher gekleidet. Und manchmal ist seine Arbeitskleidung auch ein Schlafanzug. Alle paar Monate habe ich nachts Bereitschaftsdienst. Dann bin ich als einziger Staatsanwalt für ganz Hamburg zuständig, sagt Backhaus. In solchen Nächten ruft die Polizei ihn an, zum Beispiel um zu klären, ob sie sich Zutritt zu einer Wohnung verschaffen darf, in der wahrscheinlich mit Rauschgift gehandelt wird oder mit gestohlenen Kameras, so wie im vorigen Nachtdienst. Zu Backhaus' Arbeit gehört, dass er sich oft mit schlimmen Dingen beschäftigen muss.
Manche Fälle beschäftigen mich mehr als andere, zum Beispiel wenn Kinder betroffen sind, sagt Backhaus. Zum Glück kann ich damit ganz gut umgehen und es belastet mich nicht lange. Aber wir haben eine große Verantwortung. Für die Geschädigten, weil aufgeklärt werden muss, was wirklich passiert ist. Aber auch für die Angeklagten. Wenn ich eine Freiheitsstrafe beantrage, dann muss ich mir sicher sein, dass derjenige die Tat begangen hat. Für die Angeklagten geht es teilweise um ihre berufliche und familiäre Existenz. Wenn du nach vielen Jahren aus dem Gefängnis kommst, ist alles anders als vorher. Dann sind die wenigsten Leute noch für dich da. Es geht für die Menschen um sehr viel. Deshalb bemühe ich mich auch, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Schludern sollte man nie. Und jetzt kommen noch ein paar Infos zum Beruf Staatsanwältin oder Staatsanwalt. Wir haben Christian gefragt: Was ist das Schönste an dem Beruf? Das Ermitteln. Manchmal fängt man bei Null an, hat nur die mögliche Tat, aber weder einen Tatverdächtigen noch die Hintergründe. Und was ist das Schlimmste? Die beiden großen Staatsexaminer, die man bestehen muss, um Staatsanwalt werden zu können. Der Druck ist hoch. Man darf nur einmal durchfallen. Wer beim zweiten Versuch nicht besteht, muss sich einen anderen Beruf suchen. Wie viele Staatsanwälte und Staatsanwältinnen gibt es? Es sind derzeit 6.195 in Deutschland. Wie lange dauert die Ausbildung? Ewig. 9 Semester Regelstudienzeit bis zum ersten Staatsexamen. Danach folgen 2 Jahre praktische Ausbildung und das zweite Staatsexamen. Dann 3 bis 5 Jahre als Richter auf Probe, bis man zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wird. Wie viel verdient man? Das Einstiegsgehalt ist in den Bundesländern unterschiedlich. Am meisten bekommen junge Staatsanwälte in Bayern. 4.834 Euro brutto. Was muss man können? Entscheidungen treffen, sich in komplizierte Sachen einarbeiten, offen sein und sich selbst hinterfragen. Und für wen ist das nichts? Für Leute, die ungern lesen. Man liest viele, viele Akten. Und für Leute, die am Ende des Arbeitstags gern einen leeren Schreibtisch haben möchten. Und jetzt checken wir noch ein paar Vorurteile zum Beruf Staatsanwalt. Staatsanwälte wollen alles ganz genau herausfinden, auch wo die Weihnachtsgeschenke versteckt sind. Stimmt. Neugierde gehört zum Beruf. Staatsanwälte verhalten sich überkorrekt. Sie fahren nie auf der falschen Seite Fahrrad und trennen den Müll nie unsauber. Stimmt ein bisschen. Ich bin nicht immer ein vorbildlicher Fahrradfahrer, aber ich versuche mich so korrekt wie möglich zu verhalten. Mir wäre es peinlich, wenn meine Kollegen wegen Schwarzfahrens gegen mich ermitteln müssten. Staatsanwälte wollen Angeklagte unbedingt verurteilt sehen. Stimmt nicht. Es geht um die Wahrheit. Wenn sich während der Verhandlung herausstellt, dass jemand unschuldig ist oder die Beweislage für eine Verurteilung nicht ausreicht, fordern wir den Freispruch.